Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Rappelküste für die nächste Folge. Edna bricht aus. Ja, ich habe in der letzten Ding noch eine Idee erwähnt. Und zwar geht es um die siamesische Zwilling. Damit lassen sich prima Zickzackmuster schneiden. Und vielleicht könnte mit der Schere dran. Sie hat zwar beim Stuhlbein schon gesagt, ihr nicht. Aber vielleicht. Vielleicht geht's ja mit der. Hallo da drüben! Oh. Kommt nicht langsam. Vielleicht geht's ja mit der Schere. So, und die beiden sind nicht da gewesen. Und da gewesen, sind sie hinten gewesen. Genau. Hallo Hoti! Hallo Moti! Hallo. Hallo, Edna. Ah, Gott, bis später. Hau rein. Und grüß. Ah, natürlich wieder einmal mit mir geredet. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Okay. Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte! Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Was ist los? Jeder. Oh, und die. Oh je. Ja, okay. Wie kommt ihr ohne den Wäschelift in dieses Stockwerk? Kommen wir nicht. Wir haben uns nur heute Morgen vor dem Frühstück abgeseilt. Wir haben uns beim Zähneputzen hinterm Spülkasten versteckt. Dem neuen Wächter fehlt einfach der Überblick über die Patienten. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Was ist los? Jeder. Oh, und diese. Oh. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Aha. Dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Okay, das ist noch gut zu wissen, wenn irgendwie Chips vollkrümeln. Wollt ihr ein? Und irgendwie das Laken vollkrümeln, dann können wir vielleicht auch ab, aber wieso? Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Ja, ich hatte. Hallo, Prinzessin. Das ist irgendwie crazy. Um nochmal ab. Wie komme ich auf die andere? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt aber. Wenn du dich da brichst, du dir. Und das war. Sehr fürsorglich. Wo finde ich denn den. Das ist leicht. Der ist bitte bloß, das wissen wir euch auch. Wie kommt. Das wissen wir auch. Ja, ja, so. Es selbst. Genau, das ist die Medaille. Der Ton ist ganz ohne, das wissen wir eigentlich auch schon. Wie komme ich. Ah, so. Und so wie ziemlich. Wie viel hast du. Ich muss. Grüß. Wie können wir das Lager her? Jetzt sind da Kreis und das ist ein Mist. Können wir denn die irgendwie. Können wir die irgendwie anmalen oder so? Ich probiere jetzt einfach mal alles mit denen. Was hältst du von. Vielleicht könnte ich die beiden, aber ich will. Das klappt. Das haben wir schon gehabt. Braucht ihr einen Kugel? Eigentlich. Wir gegen ja. Durch. Er denkt. Das haben wir ja auch schon gehabt.
Hey! Hey. Das klappt so. Das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinktrink drauf. Und dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Ich slide nicht. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Ein-Mann-Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Wollt ihr mein Lehrer... War der etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Okay. Geht auch mit dem Fall nicht weiter. Ich dachte, ich kann jetzt denen irgendwie, weiss doch auch nicht, die Bulli klauen oder so. Und los geht's. So. Ich kann mir Hallo einfach nicht da vorstellen. Das oh. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Da kann ich eben noch nicht durch, oder? Das ist klar. Die sind mir einfach so da durch. Das ist geil. Wollt denn da irgendwie anders aus? Hallo, was sind wir mit dem Reden? Ja, das, oh. Jetzt bin ich wieder da, aber das. Ein bisschen mit dem Löffel. Ich wüsste irgendwie nicht so. Eigentlich muss ich ja dort in die Wäscherei, aber. Irgendetwas muss da oben sein, aber... Hier. Es war schrecklich. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Natürlich. Ui, kein Problem, nur nicht in Panik geraten. Weißt du, wie man die Seuchenschutzeinheit der Feuerwehr erreicht? Nein, keine Ahnung. Naja, sagen wir, den ersten Schritt hast du bereits getan. Und jetzt Glas zurückgeben. Jetzt haben wir das Glas abgegeben, kann ich wieder das... Barmann, ein... Aber natürlich... Nicht noch ein... Lieber gehe ich freiwillig. Barmann... Aber... Steht. Okay, also, jetzt haben wir das Glas zurückgegeben und können wir kein Neues über das schreiben. Keine Zeit. Das ist kein Quark, ich hätte jetzt gerne den anderen. Vielleicht noch ein Bohnen. So Bohnenzeug jetzt ja nehmen, das vielleicht diese auf. Aufs WC mühen oder so. Ich. Es muss irgendetwas. Ich muss da oben. Hallo, der. Oh. Kommt nicht langsam. Tja, das ist die. Oh. So, das funktioniert nicht, aber da hat's. Okay, jetzt sind sie einfach weg. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Mir fallen zwar tausend Möglichkeiten, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Okay, das haben wir ja vorher eigentlich schon ausgefunden, aber wieso sind jetzt die einfach weg? Im Bett darf man aber keine Chips essen. Ich darf nicht meine niederen... Das ist mit Abstand das Weich... Okay, also das... Ah, das finde ich doof, habe ich es ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das hat es bei der Lilly auch schon gegeben, aber dass du etwas hast müssen machen. Und nachher hast du nicht nur aus dem Zimmer raus müssen, sondern du hast irgendwie ganz wieder müssen verschwinden.
Und das ist halt dann ultra schwierig, weil ich bin jetzt froh, ist es einigermaßen so gegangen, aber sonst suchst du dich dumm und dämlich und probierst noch tausend von Sachen aus. Und du gehst ja dann nicht wieder zurück. Also das ist ein bisschen. Du wärst jetzt ein bisschen fies gewesen. Dass die zwei erst verschwinden, wenn du eigentlich weg bist. Aber jetzt sollten wir eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, wird jetzt das Ding. Kommt nicht langsam mal der. Tja, das ist die. Oh. Dann sollten wir jetzt doch einen abspringen, oder? Ja, oh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Säcke. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Okay, und da eine zur Waschmaschine. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Also, wie soll ich sagen? Die Rätsel sind jetzt nicht. Alles andere als einfach. Aber irgendwie nicht so knifflig, wie ich es irgendwie gewünscht hätte. Das sind. Heute ist nicht Waschtag. Heute ist. Okay. Was haben wir denn da? Können wir noch da rauf? Ja? Raufklettern. Ui. Dr. Marcel, ja genau. Da vorne ist irgendwie so eine Top-Secret-Tür. Stärke. Ah, dann können wir. Okay. Sehr gelungen! Moment, dann schauen wir doch. Ja, mal. Startet da mal ganz links. Ein richtiges Inferno! Sieht fast so aus. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Manometer. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Okay, ich habe mir dann irgendetwas. Ich bin Cornflakes. Das klappt so nicht. Oh ja, lass uns mit dem Poloschläger zündeln. Nein, Harvey. Der ist viel zu nützlich, um jetzt als Feuerholz zu enden. Och, Menno. Okay, da vorne hat es noch stärker gesehen, ich hatte. Mal da noch oben. Ui. Löffel. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Um den Löffel abgeben, gell? Okay, wieder viel neue Orte, wo man her kann. Weißt du, das auch da unten ist vielleicht ein Ding. Der Luchgräber oder der heißt es. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Können wir da oben? Es ist. Hat's. Manchmal spielte Inspektor Edna Conrad mit dem Gedanken, ihren Job bei der Polizei einfach hinzuschmeißen. Aber dann dachte sie an die vielen Menschenleben, die sie gerettet hatte. Und an die Donuts. Okay. Können wir. Hallo? Das hier muss wohl das Funkloch sein, von dem alle sprechen. Wenn dieses Loch doch nur ein Jungbrunnen wäre. Ja, dann könnten wir Dr. Marcel hineinschubsen. Wahrscheinlich war er als Kind genau wie Alfred. Hallo? Sie, ich hätte gern etwas bestellt. Einen Löffel, por favor. Ein Löffel steht eigentlich nicht auf der Karte. Ich guck mal, was sich da machen lässt. Komm nicht wieder ohne Löffel. Da ist schon ein Loch. Ich habe so etwas Ähnliches in den Löffel. Ei, caramba! Huch. Erinnert dich dieses Loch an etwas, Harvey? Ja, es hat in etwa die Form deines Gedächtnisses. Lochförmig halt. Okay, also da brauchen wir einen Löffel. Dann kommen wir wieder zu dem oben. Das ist da eigentlich alles ein bisschen für fix. Nehmen wir da noch. Ui. Akte, Akte, Akte. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend.
Wäre ihm nicht so geil. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Erst vom Die ist nicht an mich adressiert. Die will ich nicht mehr. Hier steht nämlich und die... Okay, das funktioniert. Ich bin auf der Flucht und nicht... Ich meine, das Formular, okay, das können wir mitnehmen. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an. Der hat ein Bienenkostüm. Der da. Adrian. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, doch immer so. Kann man dir irgendwas auch mitnehmen? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, sollen wir mal Infos. Da müsste ich schon wissen. Dann können wir die da holen. Okay, das ist gut zu wissen. Da hinten Pinnwand. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Okay, der bringt uns natürlich weiter. Was haben wir denn da? Gang dafür, Fußmatte? Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Stimmt doch gar nicht. Willkommen ist doch, wenn man reinkommt. Da steht Willkommen. Die Matte ist, ob das Sarkasmus. Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Psst. Was haben wir denn da rein? Da ist eine Küche. Okay, ja komm, die plündern wir noch schnell. Speiseplan. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Okay, wieso hat das da so... Heute ist... Und ab- das ist ein anderer Pfeil. Scheiße, seltsam. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfandtücher. Okay, nicht so mega interessant. Ja. Die können wir mitnehmen. Topf vielleicht. Der kommt mit. Okay. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Oh, ein Löffel. Man braucht einen Löffel, Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Okay, dann... Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer! Und eine Gabel! Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab! Nanu? Schatz. Kein Löffel. Wie zum Kuckuck sind die Löffel? Aber Master und Gabler haben mitgenommen. Was haben wir da? Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Okay, da können wir das nicht machen. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Haben wir da vielleicht... Topf können wir vielleicht noch mit Wasser auffüllen. Ich weiß zwar... Auch für den anderen, der den Schlüssel bewacht. Was haben wir denn da noch? Ach, Kantine. Okay, das ist also Kantine. Ketchup und Senf mitnehmen. Wir gehen mal links raus. Boah, es wird echt
Es wird echt mega riesig. Zuerst gehen wir aber da noch schnell schauen, weil da kommen wir ja noch einen Gang entlang. Ah, okay. Immerhin für einmal. Ah, jetzt komme ich da die Stege wieder rauf. Okay. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Genau, das wissen wir ja schon. Und der Gang da hinten. Ja, okay. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Okay, jetzt haben wir da wieder rauf. Ja, jetzt sind wir auch da wieder. Genau, da und... Da irgendwie... Ah, nicht da rein. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Ich hätte gedacht, da kommen wir vielleicht... diese Tür hat keine offenliegen und muss auch... Okay. Mit dem Wasser vielleicht können wir... Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte ohne Schlüssel... Okay, schade. Aber da können wir dann jetzt dafür wieder zu dem Gringo da, hä? Okay. Wie wär's denn, wenn wir da... Leer. Ah, für den müssen wir natürlich ins... Vielleicht auch da... auffüllen? Der ist sauber genug. Nein, auffüllen. Der ist... Könnte man doch jetzt da mit Wasser auffüllen. Ah, schade. Was ist denn da vorne schon wieder gewesen? Haben wir da vielleicht... mit Wasser auffüllen. Wo ist er denn? Der ist sauber genug. Ja, das frage ich ja gar nicht. Ich hätte gedacht, wir können den Topf vielleicht mit Wasser irgendwie auffüllen, aber scheinbar nicht, aber hey, es ist auch schon wieder Zeit, um einen kleinen Bruch zu machen. Außerdem muss ich mal etwas essen, mein Bruch macht so Baby, etwas essen. Genau. Hey, danke vielmals fürs dabei sein bei dieser Folge. In der nächsten Folge kämpfen wir uns dann weiter. Wir kommen jetzt fast überall ein bisschen her. Aber das macht es auch umso schwieriger, weil ich wüsste jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Aber wir probieren das in der nächsten Folge herauszufinden. Danke vielmals fürs dabei sein bis dahin. Wäre cool, wenn man sich in der nächsten Folge wieder sieht. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß. Und ciao zusammen!